Hier sind wieder Katha, Sammy und Renate. Und wir haben den Goodie Box Adventskalender bekommen. Gerade eben. Wondering what to buy your loved ones for Christmas. Also fragst du dich, was du deinen Liebsten zu Weihnachten schenken kannst? Nee, kaufen kannst. Du brauchst nicht weiterzusuchen. Unser Shop hat gerade Weihnachtseinkäufe einfach gemacht für dich. Ja, bei Goodiebox gibt es auch eine Shop-Abteilung. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier rauskriege. Das ist, glaube ich, sehr schön. Hui, Sammy geht. Und so sieht der tolle Adventskalender der Goodiebox aus. Ich glaube, es ist der erste. Also im letzten Jahr hatten die, glaube ich, keinen. Aber ich weiß es nicht. Möglicherweise hatten sie auch einen. Auf jeden Fall finde ich das Design sehr schön. Hier ist ein Spiegel hinter. Und da der Herr des Hauses nicht erscheinen möchte, habe ich den mal zugehängt. So. Es ist also, so sieht der Spiegel aus, aber ihr seht ihn jetzt nicht. Das macht aber nichts, ne? So, dann haben wir hier die Schubladenboxen. Dann ziehen wir die mal raus. Ah, die sind schön klein, die Boxen. Hier habe ich noch Sammys Spielzeug liegen. Und eben die Schatzkisten ausgeräumt von Zoo Royal. So. Das ist eine super tolle Box. Die wird auf dem Schminkplatz bestimmt einen Platz finden mit Spiegelchen. So, ich steige aber mal runter und werde versuchen, die jetzt eins nach dem anderen dann auch zu öffnen. Ne? Alles in meine Richtung legen. Und dann suchen wir mal die Eins. In dem untersten oder von dir aus den untersten. Von mir aus. Ah, das Große. Ja. Das Große. Das ist sehr schwer. Ich glaube, da ist eine Flasche Champagner drin. War ein Scherz. Es duftet hier unglaublich. Das ist von Human and Kind Skincare Body Wash. Also ein Duschgel. Ob das so schön riecht? Ist noch verplombt. Ja. Das könnte glatt sein. Es riecht so richtig orangig hier. Nach Orange. We're Irish. Das ist also eine irische Firma. Sammy springt auf die Kisten im Flur. Ja, wir hatten ja die Schatzkisten ausgepackt. Die stehen jetzt noch im Flur hier. Das ist natürlich sehr interessant. Die stehen ja sonst nicht da normalerweise. Und hast du die zwei schon gefunden? Ne, die zwei gibt es nicht. Das ist tragisch. Bei dir da. Ich nehme die. Ja. Also ich habe jetzt eben geguckt hier in dem Beiheft. Da stehen zwar alle Firmen und Adressen und Inhaltsstoffe und so weiter, aber nicht, welche Nummer das dann ist. Insofern nützt mir das jetzt akut gerade nichts. Deshalb packe ich es einfach so aus. Ah, von The Cure was Teures. Perfect Base. Hyaluron Drops. Hyaluron Tropfen. Das hatten wir noch nie. Das kenne ich nicht. Bin sehr gespannt. Also von The Cure, die Sachen sind teuer. Aber auch gut. Ich packe das wieder ein, damit ich im Advent dann alles nochmal ganz neu geschenkt bekomme. Hm? Und? Hast du gesucht nach den drei? Warum nicht? Nee, dann überlasse ich dir. Oh bitte, du willst doch helfen. Nee. Da. Wo da? In dem obersten. Ah, Algologie, Arme France, also was Französisch ist, es ist was für die Nacht. Eine Nachtmaske, Hydra Replenishing Sleeping Mask, abends aufgetragen, morgens 20 Jahre jünger. Wie, du glaubst mir nicht? Doch, ich glaub dir. Du hast aber skeptisch geguckt. Die vier? In dem unteren. In der Mitte. Doch, das ist ganz gut schnell zu finden. Ne? Die sind nicht so riesig wie die von Glossy Box. Und das ist Nummer 10. Rock Roses. Naja, sagen wir mal so, das ist realistischer. Die bei Glossy Box, da waren die Dinger riesengroß und der Inhalt war sehr klein. Ja, auch nicht immer, ne? Aber manchmal war da sowas Kleines drin und dann so eine Box. Ne? Aber meistens. Marie Stella Maris. Care for Water. Hand and Body Lotion. Nummer 10. Rose, Cashmere and Leather. Rose,
Kaschmir und Leder. Das verstehe ich nicht ganz, aber es ist eine Hand- und Körpercreme. Das ist doch Lotion natürlich, Entschuldigung. Kenne ich überhaupt nicht, bin ich aber sehr neugierig drauf. Klingt sehr angenehm. Das war die 4. Da ist die 5. Da, die 5. Das ist wirklich viel übersichtlicher, ne? Oh. Von Rabens Salona. Crafted from a fine blend of Viskose and Cotton. Also Viskose mit Baumwolle. Und es ist Scrub, so ein Peeling-Tuch, Handschuh. Weiß nicht, ob Handschuh. Ich mach das mal ab, damit man mal sieht, was das ist. Oh, wow. Damit kann man sich sogar den Rücken schrubben. Aber es ist ganz sanftes Peeling hier. Willst du mal fühlen? Ist recht weich. Nicht wie die Peeling-Dinger sonst. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das da original wieder reinbekomme. Aber es sieht sehr schön aus. Doch, das kriege ich wieder rein. Doch. Mag ich. Das Zettelchen tue ich aber auch mit rein. Da kann man sich wirklich selbst den Rücken peelen, ne? Also ich. Du vielleicht auch, wenn du möchtest. Da, in, die 6. Ja. Nikolaus. Oha. Von Ivy Aya mit Hyaluron und Antioxidantien. Augenpatches sind das, ja, für unter die Augen, die Dinger. Neulich habe ich welche gehabt. Die rutschten einfach runter. Da war so wenig Produkt irgendwie dran. Die rutschten runter und ja, hat irgendwie nichts gebracht. Da lobe ich mir doch mein schönes Augengel von Secret. Aber die sind vielleicht ja ganz wunderbar. So, und, 7. Ja. 7. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt drehen, gibt es diesen Kalender auch noch. Hatten die letztes Jahr auch einen Kalender? Ich weiß es nicht mehr. Ach, letztes Jahr schon so lange her, ne? So viel passiert. Soul Clean. Von Soul Clean war da auch was in der letzten Box jetzt drin, ne? Habe ich noch gar nicht in Gebrauch. Probiotics, Balancing Cleanser. Ein Cleanser. Ein Reiniger. Gesichtsreiniger. Sehr schön. Aber ich glaube wirklich, das Duschgel ist das, was da so nach Orange riecht. Riecht sehr angenehm hier. Die 7. In dem rechten Karton unten. Mhm. Dankeschön. Bitteschön. Mein Weihnachtself bist du, ne? Und da ist eine Maske. Fußmaske. Mask mir ab. Ach, das wollte ich sowieso mal wieder machen. Das ist echt eine lustige Sache. Habt ihr das schon mal getan? Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel von dem Zeugs auch oben auf den Fuß bekommt. Sonst peelt sich das auch alles. Aber ansonsten fand ich das echt klasse. Ja, machen wir mal wieder, ne? Nach ein paar Tagen kann man dann alles abziehen. Ein bisschen komisch, aber danach ist es ja dann schön. In dem linken Karton unten. Und da dann rechts. Das ist der linke Karton. Genau, rechts. Hier. Ja. Ich habe jetzt extra dein rechts genommen. Das war lieb. Schöne Farben, ne? Das Ganze hier. Und das ist von Terre de Mars. Erde vom Mars. 016. Contour des yeux. Also was für die Augen. Eye Contour. Steht auch in Englisch drunter. Also ein Augencreme. Können wir immer brauchen, ne? Wie gesagt, im Advent bekomme ich dann wieder lauter Überraschungen. Bis dahin habe ich das alles vergessen soweit. 9. Links, oberen Karton, ganz oben. Ja, super. Super, super. Ich bin ja auch ein Weihnachtselch. Du ein Elf und ich ein Elch.
Und wenn es was zu Weihnachten gibt, dann habe ich ja mein Tannenbaum-Shirt an. Das sieht man gar nicht, ne? Aber das ist ein. Ich bin jetzt ein Tannenbaum. Ich bin ein Tannenbaum. Von MCO Beauty. MCO Beauty. Extend Lash Tubing Mascara. Keine Panda-Augen. Das finde ich gut. Irgendwie kriege ich immer Panda-Augen. Du weißt nicht, was Panda-Augen sind. Oder Waschbär-Augen. Weil nachher bis hier unten alles dunkel ist, weil die ganze Schminke eine Etage tiefer rutscht. Die Celeste Barber, die macht auch Werbung hier für MCO Beauty. Und die Firma, die sehen Schönheit nicht so wie viele andere Firmen, sondern für die ist jede Frau schön. Das sind also auch Frauen, die Schwerverbrennungen haben und sich schminken und super aussehen. Und natürlich sieht man es trotzdem, ne? Also wenn ich mich schminke, sieht man ja auch, dass ich 65 bin und keiner denkt, ich bin 22 oder so. Aber naja, ich denke also, immer, du wärst 55. Grinst nicht so dabei, sonst glaube ich das noch. Ja, das ist so. Mhm. Wenn ich die Augen zumache, dann bist du sogar 45. Als wir uns kennenlernten, ne? Ja. Als wäre es gestern. Ja. Aber du denkst wahrscheinlich dann, du wärst auch 45, hm? Nee, ich bin ja alt, da stehe ich ja zu. Aber wir sind beide gleich alt. Ich sag ja gerade, keiner wird denken, ich wäre jetzt irgendwie 22 oder so, aber es macht in jedem Alter auch Spaß, sich zu schminken und zu pflegen und so. Ja, und das feiern die. Finde ich gut. Die MCO Beauties. So, die 11. Meine Zahl. Ich am 11.7. Meine Mama am 11.11. Geburtstag. Oh. Emit heißt das. Emite Cosmetics. Kenne ich nicht. Auf jeden Fall, das ist mal Glitzer, ha? Ich hoffe, man kriegt das auch wieder ab. Hat jemand einen Tipp, wie man Glitzernagellack gut abbekommt, ohne sich den halben Nagel abzukratzen? Ich habe feines Schleifpapier im Keller. Ich glaube, da musst du schon das Grobe für nehmen. Aber ich liebe es ja, wenn es glitzert. Das ist der Nagellack übrigens aus der Goodiebox, der jetzt neulich dabei war. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ist eine tolle Farbe. Zweimal aufgetragen und ich habe keinen Überlack und keinen Unterlack drauf. Ich dachte, ich probiere mal den puren Lack und mal sehen, wie er sich entwickelt. Das ist schön. Das ist eigentlich so schade, dass der bis fast Weihnachten da drin liegt, ne? Nee. Der liegt ja nicht bis Weihnachten da drin. Bis fast Weihnachten, habe ich gesagt. Bis zum 11. Ja, ja, du hast recht, dann reicht es auch noch, wenn ich. Und die 12 ist gleich daneben. Genau. Die 12. Was bist du? Mario Badescu Skincare. Witch Hazel and Rosewater Toner. Ein Toner. Mit Haselnuss und Rosenwasser. Das würde ich gern riechen. Bist du noch sehr zu? Ich glaube, der ist auch verplombt. Nee, da muss man drücken. Oder so. Nee, hochziehen. Hochziehen! Ich hab's. Oh. Da, ein Tropfen. Das ist ja ein raffiniertes Ding, ne? Boah, aber total rose. Ich stehe im Rosenhain. Schön. Ja, ich pack's ja wieder weg. Aber schön. Das war die 12. Die 13 ist neben der 11. Ja. Wie übersichtlich der ist, ne? Der Kalender. Ganz klasse. So, ich habe auch noch kein Schächtelchen kaputt machen müssen. Oh, ein Pinsel von Mireille. Ich liebe ja diese Verpackungs-Dings da. Ja, ein Pinsel von Mireille und der heißt 122 Sculpted Highlight. Also vermutlich für Highlighter gemacht. Da, holen wir mal raus. Und den mache ich jetzt an der anderen Hand. Oh, schön. Ganz weich. Das war unsere Andine. Die wacht über uns draußen.
Komm doch gleich wieder rein. Ich glaube, sie will rein, ha? Ich weiß nicht. Ich muss warten. Nein, sie schimpft. Da geht jemand am Tor vorbei. Sie schimpft. 13 war das. Linker oberer Karton in der Mitte. Ja, aber ich habe es. So, da haben wir von Evoluderm Gommage Corp Argan Divin. Divin. Warum steht das alles in Französisch immer hier? Also mit Arganöl und Arganus. Von der Arganus, so Schalen, denke ich mir. Da ist jedenfalls so ein Peeling-Zeugs drin. Ja, macht dann die Haut ganz weich. Da kommt unsere Undine. Ein Body Scrub ist das. Sag ich ja, Peeling. Oh, da bin ich aber auch drauf gespannt. Mal gucken, ob das riechen kann. Nee, ist verplombt. Schade. Hätte ich gerne gerochen. Aber Arganöl ist ja irgendwas Feines, ne? Kennst du Arganöl? Mhm. Hast du schon oft gehört hier, ne? Mhm. Mhm. 15 ja, ist unten. Hier bei mir, ja. Sache, der ist echt schön übersichtlich, ne? So, was haben wir hier? Von Model Co. Highlighting Shimmer Whip. Ah, wie fein. Champagnerton. Ja, man kann sehen, ne, an dem Streifen hier, wie schön das gehighlightet ist. Eigentlich habe ich lieber Puder-Highlighter, aber man kann natürlich auch mal einen cremigen nehmen. Ne? Das war die 15. Ja, da ist die 16. Das ist ein Säckchen mit. Es klingelt, Momentchen. Es ist von Moshi Moshi Mind zwei kleine Reinigungspads. Aus 100% Baumwolle, das Säckchen übrigens auch. So, jetzt müssen wir alles wieder verstauen und wieder ins Päckchen stecken. Ich habe lieber die Reinigungspads aus Mikrofaser, weil die wirklich pur und tief reinigen. 16. Das ist die 17. Was bist du denn? Also es ist Lué bei Jean Seo. Clear Spot Control. Ah, wenn man mal einen Pickel hat, kann man das drauf nehmen. 30 Sekunden auf einen Pickel. Nee, auf ist gar nicht für Pickel, ist für so Altersflecken. Da, Altersfleck. Aber der Altersfleck hat jetzt schon Rosenwasser bekommen. Wäre jetzt blöd. Da ist auch einer. Ich möchte jetzt aber einen Altersfleck mal mit 30 Sekunden auf den Altersfleck halten. Müsste ich in der Zeit was erzählen, ne? Nicht umkippen hier. Pass auf, sonst kippst du das. Ich hab das doch so. Gut. Ja, bei dir weiß man nicht. Doch, ich habe alles im Griff. Weil du wieder so hektisch bist. Wirke ich hektisch? Jetzt ja. Mal ehrlich. Ich bin aber so entfernt von hektisch momentan. So, und jetzt zähl runter. Ich habe ja jetzt schon gezählt, das habe jetzt schon bestimmt 10 Sekunden getupft. Soll man danach das abwaschen oder was? Nö. 30 Sekunden drauf machen. Nur zum äußerlichen Gebrauch steht hier noch auf Englisch. Das riecht, das wird bestimmt keiner freiwillig innerlich zu sich nehmen, das stinkt. Aber wenn es hilft. Ich denke mal, das muss man dann sicherlich mindestens einmal am Tag machen, damit es hilft. Ne? Der wird jetzt nicht verschwinden. Wo war er denn? Ich kann gar nicht mehr sehen. War ein Scherz. Jetzt die 18. Ja. Von
von Elemis, das ist auch was Feines. Pro Collagen Marine Cream, die war, genau das war auch im Glossybox Kalender drin. Anti-Aging, Anti-Falten, Tagescreme. Genau, der ist auch in der gleichen Größe in der, im Glossybox Kalender. Den ich glaube als allerletzte überhaupt bekommen habe, weil der eine Irrfahrt hinter sich hatte. Aber ich habe ihn überhaupt nur dank der lieben Irene bekommen, sonst hätte ich gar keinen. Also. Die 19 ist da drüber. Ja, stimmt. Ich bin froh, dass ich ihn bekommen habe. Und wenn auch als allerletzte, aber da kann ganz sicher Irene nichts dafür. Oh, das kenne ich. Kenne ich nicht. Diese Firma kenne ich, E-Cooking, aber Self-Tanning Drops, also Selbstbräune, völlig duftfrei. Ungefähr, also die Tropfen haben keine Farbe, sind ganz flüssig und haben ein leichtes Gewicht. Also hier 2 bis 3 Tropfen mit der Tages- oder Nachtcreme vermischen und dann kann man die Farbe aufbauen. Ich mache ja jetzt schon seit dem Sommer, habe ich ja so ein Spray aus und einer der Boxen. Das riecht ganz süßlich. Also das geht dann fertig. Einziehen lassen, Ende. Und tatsächlich, also ich habe was Farbe. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich ja geschminkt bin. Aber es ist wirklich, also beim Peelen geht das alles wieder ab, ne? Aber dann wieder mag das. Aber warum nicht mal mit Tropfen? Ne? Ja, die 20 ist das große, das ist groß. Bestimmt eine Palette. Nee. War ja noch keine. Nee, das ist keine Palette. Das ist was Leichtes. Das wie ist ein Kalender nicht ohne Palette? Wir sind doch erst bei 20. Ja. Vielleicht ist in der 24. Das wäre aber eine komische Palette. Das wäre eine komische Palette. Ja. So. Oh, zwei Schwämme. Ein Mama von Manakata. Ein Mama-Schwamm und ein Kinderschwamm. Manakada ist eine Frau. Eine Frau aus Paris. Da, das scheint Manakada zu sein. Ich dachte, das sei einfach so ein Name wie Ciate oder Adidas oder so. Aber anscheinend ist das eine Frau. Ja, warum nicht? Also zwei. Hallo Sammy. Du kommst aber spät. Hm? Zwei Make-up-Schirmchen. Von Manakada. Ist aber eine gute Firma. Haben schon feine Sachen von bekommen. Du stehst da in einem Loch, Schätzchen. Hm? So ist fein. Jetzt die 21. Na? Was? Ich hab nicht 21. Bekommen. Da unten bei dir. Links. Also das rechts. Ist die 22. Rechts, unten. Noch weiter rüber. Oder was ist das? Das ist die 12. Ja, was ist das denn da unten, die 23? Ja, aber ich wollte jetzt die 21 haben. Vielleicht ist das die umgedrehte hier. Die ist nämlich verkehrt rum. Ja, die war verkehrt rum reingesteckt. Aber nicht von mir, ich war ja noch nicht drin. Symbiosis. Rose und ein anderes Gift, eine andere Säure. Das ist eine Maske. Eine Detox und Detox-Maske und Sauerstoff einführend mit AHA. Ja, eine tolle Maske. Die kennen wir auch noch nicht. Symbiosis. Was machst du mit dem Sammy? Nix. Zankt ihr dich, Sammy? Nee, ich zank den überhaupt nicht. Soll ich dir deinen Tannenbaum geben? Ja, der riecht gut, ne? Hast du eben schon reingebissen. Jetzt kommt die 22. Du hängst im Tischtuch fest. Ja, du wirst die Kralle einziehen müssen, siehst du. Ach, Sammylein. Ja. Aha. Irgendwas Flüssiges in einem Tütchen. Aber das kann ich noch nicht sehen. Tütchen ist gut zugeknüpft. Sammy hat Spaß mit seinem neuen Spielzeug. Ne?
Oh Gott, das klebt aber. Und es ist Aextra von Aeta. Aeta, weiß ich nicht. Nehme an, Parfüm. Ich nehme es auch an, aber man weiß es nicht so genau. Müsst ihr, da unten steht ganz winzig klein was. 5 Milliliter. Ich rieche einfach mal dran, ne? Vielleicht drehen wir besser. Und es ist mit einem Roller. So. Das ist Parfüm. Und es riecht gut. Obwohl es Äther heißt, riecht es gut. Aber wer weiß. Ach, ich habe die Hörner auf, ne? Wieder gut verpacken. Jetzt rutschen die Hörner. Die musst du nicht in Großaufnahme machen. Ich bin in einem Alter, da wollen wir keine Großaufnahme vom Gesicht mehr. Ich habe ja kein Gesicht. Ich habe ja deine Hörner. Du hast kein Gesicht. 23. Da, wo das ich winzige, eben gesagt habe. Das winzige hier. Das ist eine Palette. Eine kleine. Nee. Aber von Sandstone ist das ein 622 Rusty Double Size. Ist doppelte Größe, siehst du, von Sandstone. Eyeshadow. Aber ein toller Glitzer-Eyeshadow, ne? Wow, wow, wow. Da passt du Sammy. Sammys Farbe, ne? Schick. Ich hätte wirklich jetzt gedacht, das ist ein Highlighter oder Bronzer, weil der so freundlich ist. Aber es ist ein Eyeshadow. So. Und jetzt die 24 noch. Und dann sind wir schon durch. Oh. Aber wie schön, dass ich demnächst dann nochmal überrascht werde, ne? Ich glaube, es ist eine Palette, Schatz. Nee, es ist ein Blush. Tatsächlich ein Kalender ohne Palette. Von Larizzi Cosmetics. Und es hat sogar einen Spiegel. Und es ist ein schöner Blush. Warte, wir müssen den Spiegel abdecken. So, da. Luxuspuder ist das. Desert Rose, Wüstenrose heißt die Farbe. Schön, ne? Oh, muss ich nochmal Olaf sagen. Also er heißt nicht Olaf, das war zu unserer Jugendzeit eine Werbung. Der Zirkusartist, der dann husten musste, bevor er ans Trapez sollte. Und dann nein, sagten die, der war auf dem Drahtseil. Ja, aber der war aber noch im Background, im Hintergrund. Nein, und hat dann gehustet und dann haben die gesagt, Olaf nein, hat husten. Nein, der stand schon oben auf dem... Dann hätten sie ihm doch nichts geben können. Wieso? Er war ja nicht auf dem Seil, sondern auf dem Podest. Ah, du hast recht, ja. Und dann hat ihm das jemand mit dem Trapez gebracht, ne? Genau. Olaf hat Husten. Olaf darf das nicht. Und dann haben sie ihm irgendwas gegen Husten gebracht. Und dann konnte er wieder, was man so macht am Trapez. Das war also von Larizzi, die Nummer 24. Und das war der gesamte Kalender. Es ist immer so schade, wenn es vorbei ist, ne? Und was sagst du? Also es waren auf jeden Fall wertige Sachen, das steht fest. Ich weiß nicht mehr, was er kostet. Ich muss erst drunter schreiben. Ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt, aber ich glaube schon. Die meisten gibt es noch. Ne? Ja, das war er also, der von der Goodie Box. Der schöne mit dem tollen Türmchen hier, wo man die Schubladen reintun kann. Also. Diese ganzen Boxen, die werde ich nachher raustun, dann, wenn es soweit ist. Hm? Wenn die Adventszeit vorbei ist. Oh, da passt du nicht rein, kleiner Mann. Nee, da passt du wirklich nicht rein. Möchte jetzt da rein in die Fächer. Da passt du nicht rein, Schatz. Hm? Du möchtest aber, ne? Ein neues Möbelstück hast du noch gar nicht gehabt, ne? Ja, ich finde es sehr, sehr schön und auch sehr nützlich nachher, ne? Gerade so die passende Größe. Ja. Ihr Lieben, bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen.
Möchte der auch so einen Clown haben, wie wir haben? Wir verleihen ihn aber nicht. Hm? Oh, aber ist das toll, ne? Bis demnächst. Tschüss.